Moin Leute, na, das war ja was beim letzten Mal. Drei Tote, jetzt sehen die hier alle noch ein bisschen kaputter aus. Das liegt daran, dass ich nochmal reingegangen bin in den Tempel. Hab da nochmal mit den Leuten geschnackt, aber die sagen nur, wir haben gewonnen, wir sind zu geil. Und man sieht es hier schon im Schadenslog. Ich habe mich dann entschieden, die ganzen Leute auch noch zu killen, weil, na, sind ja Ketzer. Weil es ja Ketzer sind, so rum. Und das hat dann noch ein bisschen für Schaden gesorgt. Aber was mich gewundert hat, also weder taucht Razzats Quest jetzt hier noch irgendwo auf, noch hat der dazu noch irgendwas zu sagen, wahrscheinlich, oder vielleicht, weil er tot war, als ich die EP gekriegt habe davon. Ich gehe jedenfalls nicht davon aus, ja, ich gehe davon aus, dass man da wahrscheinlich noch einen Dialog hätte triggern können, aber es ist mir jetzt auch egal. Ja, und ich habe auch nochmal nachgeguckt wegen des Wilson-Typis. Das haben wir, glaube ich, verkackt. Wir hätten mit dem Bären noch irgendwie reden müssen, bevor er weggelaufen ist, und das haben wir nicht. Und ja, da wo er denn sein sollte, ist er nicht. Und hier ist er offensichtlich ja auch nicht angekommen. Da müsste er ja sein, aber was soll's, dann ist es eben so. Hey man, you're back. I hope you're sorry, man. I'm in the middle of something. Ja, okay, das können wir also auch nicht machen hier bei dem Drogenhansel. Aber das ist mir auch egal. Also, das ist ein Bär als Companion und ich hasse es ja sowieso immer, wenn man so viel mit Tieren reden muss und so. Das kann ich schon bei Divinity nicht ab. Da ist das gefühlt das halbe Spiel, rede mit irgendwelchen Leuten, die Tiere sind. Das habe ich hier aber auch schon wieder nicht gemacht. Tja, und das ist aber theoretisch ein NSC, den man mitnehmen kann, der, weil ein Bär ist, natürlich keine eigenen Quests hat und keine Dialoge außer Raw und Roo und Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm. Vielleicht sehen wir den in Thron des Baal nochmal, wer weiß. Ja. So, aber dem haben wir seine Katzen zurückgebracht. Barading, Baradeng. Praise be to Shores. You found me cats. Oh, thank you. Just in time for them to eat. Und Dings, Dings darf nicht vergessen werden. So, und Dings hat meine unbändigen Wogen ganz gern, deshalb hat ihn die Woge, die die anderen erschreckt hat, nicht verscheucht. Und außerdem ist er am Nahrungsspeicher unseres Lagers angebunden. So ist er auch zu seinem Namen gekommen. Tilana dachte, wir hätten Ratten im Lager, aber eines Nachts hat sie gesehen, wie Dings sich mit einem Stück Stockfisch davon machte. Es ist Dings, rief sie und meinte wohl eine meiner Katzen. Der Name blieb hängen. Aha, verstehe. Tja, freut mich, diese verrückten Idioten hier. Also, ja, ich fühle mich wie der Held. So, verstehe. So. Wir freuen uns auch, uns für riesig. Ich möchte euch dieses magische Glockenhalsband schenken. Dings pflegt es zu tragen, aber ich glaube, es wird euch auch gut passen. Oh, seht mich nicht so an, es ist mächtig und wird euch passen. Probiert es an, ich werde sehen. Halsbandglocke, ich weiß nicht so recht. Nun, ich merke schon, ihr seid nicht überzeugt. Nun, ich habe euch das Halsband gegeben, ich könnte euch genauso gut die Katze dazu geben. Dings ist ein wunderbares Tier, aber ich spüre, dass er für Höheres bestimmt ist. Als für die verborgene Zuflucht. Aha. Wisst ihr nicht, dass es Unglück bringt, im Süden eine lebendige Katze mit sich, also Lebende mit sich herumzutragen? Ja, im ersten Teil haben wir ja die ganze Zeit eine tote Katze herumgetragen und wussten nicht genau, weswegen. Well, what do you say? Ja, her damit. Goodbye, then, Dings. Also dann, Dings. May the Lord has always be full, and the mice always back. Mögen die Vorratskammern stets voll und die Mäuse stets fett sein, wohin deine Reise nicht aufführen. Pass gut auf ihn auf. Gegenstand gewonnen, Dings. Ist nicht wahr, jetzt habe ich hier auch noch eine Katze im Inventar. Dings, wie er genannt wird, ist ein kleiner, getigerter Kater. Okay. Dings verbringt seine Zeit abwechselnd mit Schlafen und dem Jagen kleiner Geschenke, die er euch verehrt. Ja, das ist ja super. Kann ich die hier hinpacken? Nee. Jetzt habe ich also... Oh, ich kann sie in den nimmervollen Beutel packen. Nö, das finde ich aber auch nicht gut. Finde ich aber auch nicht richtig. Ja, die hatten hier übrigens, die Mönche hatten nicht so geilen Stuff dabei. Der muss doch denn eigentlich... Muss der doch hier zusammen mit meinem Pseudodrachen rumeiern. Und was ist das hier? Eine Halsbandglocke. Ich will das eigentlich gar nicht lesen mit diesen Verrückten. Krieg nur wieder schlechte Laune. Bla bla bla. Mal gucken, was der kann. Dreimal kegelig kann er Leute in einem Umkrank aus dem Schlaf erwecken. Jeder, dem ein Rettungswurf misslingt, wird für eine Phase taub. Ach so, das ist aber so eine Sache. Ja, wenn mal irgendjemand schläft, ne, mit Wort der Macht Schlaf, kann das wahrscheinlich am ehesten Masi. Hier, nimm mal das. Du kannst ja auch gut mit Katzen, ne? So, jetzt haben wir tatsächlich eine lebendige Katze im Inventar.
Top. Okay, das hätten wir gelöst. Sagt mir, was zu tun ist. Keine Ahnung. Dann. Oh, wenn's sein muss, kann es weitergehen. Haben wir Miranda ihr Bier da mitgebracht? Hier, nimm das Bier. Da ist es. Das ist das Zeug, genau. Ich nehme das mal an mich. Vielen Dank. Kann's kaum erwarten, mal zu probieren. Boah, Hilfe des Halblings heißt das Zeug. Ich hoffe, es wirkt auch bei Zwergen. Gerne. Alter, was ist mit ihr los? Hat auch einen Sprachfehler. Ich würde euch nicht bitten, so ein Fässchen hier herzustellen, nur um euch etwas Bewegung zu verschaffen. Also, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber ich hab's nicht so mit Namen. Ich hab's mit allem nicht so, was man sich merken muss, außer bei Magie. Aber ich habe Telana nochmal nach eurem Namen gefragt und sie hat ihn mir gesagt und ich dachte mir, wo ihr mir aushelfen wollt und so, ich versuche ihn mir mal etwas besser zu merken. Ich habe dies hier gemacht, damit wir zusammen einen Schluck von dem Gebräu trinken können. Ein Humpen mit Namen drauf, geil. Der Humpen von Bib, nice. Aber es ist kein normaler Humpen. Noctur hat mir geholfen, ihn zu machen. Es ist unbändige Magie drin. Ich hasse ihn jetzt schon. Verwendet ihn weise. Nee, war nur Spaß. Verwendet ihn, wenn euch danach ist. Alles klar. Und kann jetzt noch was Neues? Nee, okay. Was haben wir hier gekriegt? Stellt 2W8 Trefferpunkte wieder her. Dreimal täglich. Das ist natürlich nicht schlecht. Wäre lustig, wenn er als Side-Effekt besoffen machen würde. Ihr klingt ja wie Golodon. Nee, aber das ist natürlich echt ganz nett. Das sind ja 6W8 TP. Das ist ganz ordentlich. Ah, da geht's doch hier an schon wieder gut. Mein Neverending Heiltrank. Ich warte. Ist nice. Kann man nicht meckern. Haben wir eine Katze gekriegt? Kann man eigentlich auch nicht meckern. Ist schon geschehen. So. Good to see you again. Did you have questions? So, warte mal. Okay, die will nichts. Da ich jetzt ja wieder Chef bin, Mira, du brauchst den Beeinflussungsring doch gar nicht. Du hast doch bestimmt auch so massiv viel Charisma, 11. Na gut, genauso viel wie Bib. Naja, dumm und dumm gesellt sich gern, ne? Sag ich immer so, zack. Easy. Ja. Okay, dann reden wir mal noch hier mit den anderen. Da müssen wir hoffentlich nie wieder hin. Oh, Bib. My Kirik is gone. Oh, Scheiße. Oh nein, er ist weg, mein Kirik. Oh nein, natürlich helfe ich euch, was passiert. Hayes said he saw him, my Kirik, by the edge of the camp, playing. Okay, er ist tot, wenn er in den Wald gegangen ist. Hayes sagt, er hat ihn gesehen, mein Kirik, am Rand des Lagers beim Spielen. Vielleicht hat er sich im Wald verirrt bei all unseren Fallen und Tricks oder vielleicht wurde er vom Orden entführt. Oh nein, was können wir tun? Ja, wir suchen ihn. Go to the woods. Sag go mir, quickly, was okay, machen wir. Hat Thank er noch you. Was Neues? I will remember this blablabla, wird die Lektion nicht vergessen. Blablabla. You have it. You found Mama's hairband. Ach so, hier, That's Mamas Haarband. Sure. Ja, Mann. So Super much. Cool. Gern geschehen. Hier hast du es. Aha. Ich habe auch was für euch. Mama hat gesagt, es würde mich beschützen, soweit von zu Hause. Es ist ein Pferdchen. Ist es nicht hübsch? Jetzt habe ich ein Zuhause. Hier bei Telana und den anderen. Ja, du könntest nicht den Tag vor den Ahnen loben hier. Ihr könnt es haben, juhu. Wie reizend, aber warum behältst du es nicht? Oh, das ist aber entzückend, vielen Dank. Ich bin sicher, es wird mich beschützen. Juhu. Ja, Geschenke darf man nicht ablehnen. Es ist sehr unhöflich, Geschenke abzulehnen. Mein Haar wird jetzt also jetzt so lang und schön werden wie Mamas. Und auch wenn nicht, ist es schön. Einfach Schönes zu haben. Ich werde es Tilana zeigen. Juhu. Wir haben ihr was Gutes getan. Und süßes Pferdchen auch. Aber warum wollte sie nicht, dass ich das Haarband trage? Naja, Telana ist wohl einfach besser mit Kindern als ich. Na, sag das nicht. Es ist sogar magisch, das Amulett mit dem kleinen Pferdchen. Irgendjemand kann bestimmt noch identifizieren. Nira, du vielleicht? Ups, Holzpferdkette. RK-Bonus minus 2, Rettungswurf-Bonus minus 2. Ja, ich werde bekloppt. Das ist richtig gut. Haben wir einem kleinen Kind weggenommen. Warum verändert das die Rüstungsklasse nicht? Ach so, warte, können wir gar nicht anlegen. Ja, Rüstungsklasse jetzt minus 8, ne? Aber
Was machte das? Plus einen Zauber auf dem zweiten Grad. Ja, das können wir ja auch irgendwem geben. Und den Umhang können wir dann auch jemandem geben. Wobei, das müssen wir eigentlich Razad geben, ne? Ja, das müssen wir Razad geben. Das hilft alles nichts. So. Der braucht jedes bisschen Rüstungsklasse, was er bekommen kann. Ja, minus 5. Das ist schon besser. Schutzring plus 1 kann er nicht parallel tragen, ne? Nee, okay. Kann er nicht. So, Magieresistenz. Hat er ein Amulett? Nö, herzlich willkommen, Anum. Du hast jetzt auch ein kleines. Was war das denn hier noch? Ach, Magiewiderstand. Hä? Was war das denn, was Razad da hatte? Der Gestaltwandlung. Rettungswurfkunst gegen Verwandlung. Ja, das ist super toll. Ist ja nun auch ganz besonders blödsinnig. Ach, Schutzring. Kann sie nicht. Schade. Kann Nira das vielleicht noch? Ja. Gut, Niras Rüstungsklasse nähert sich auch einem niedrigen Wert. Razad hat jetzt immerhin minus 5, das wird also langsam, aber sicher. Okay. Ich warte. Dann haben wir doch alles. Dann müssen wir ja nur noch diesen Draxus Paxus finden. Noctur der Verzerrer. Ach, das Kind müssen wir noch finden. Ja, das machen wir mal fix, ne? Eine Katze haben wir auch, wozu auch immer das noch gut sein mag. Vielleicht bringt die ja tatsächlich irgendwelche Sachen ins Inventar. So, die Leute wollen auch schon wieder alle pennen, aber wir müssen jetzt erstmal den kleinen Jungen noch finden. Der soll hier irgendwo sein. Ja, dann Luca Of. Hoffentlich wurde er nicht von der Schlange gefressen. Und Bip ist jetzt auch wieder Anführer von Bips Bagaluten. Die haben ja einen Ableger bei Worms, nämlich die Bierbagaluten. Müde nutze ich niemanden. Die hätten auch da Bierbagaluten geheißen. Aber so viel Platz war da nicht bei der Benennung. So, jetzt müssen wir nur mal schnell sehen, dass wir den kleinen Jungen hier noch irgendwo finden. Also wenn ich kleiner Junge wäre, wo würde ich mich verstecken? Ich würde mich doch hier verstecken. Ja, schade. Und wenn wir eine Leiche finden, ist mir alles egal. Hauptsache, wir finden den. So. Oh, wenn es sein muss, kann es weitergehen. Ich würde jedoch eine Ruhepause begrüßen. Ich auch. Tja, also ich glaube, wenn ich ihn jetzt hier nicht in der Ecke finde mit den ganz vielen Verwandlungsfallen. Okay, ich glaube, der Wald hat etwas seinen Schrecken verloren. Gut, ich suche den eben offscreen, wir sehen uns gleich. So, habe ihn gefunden. Ganz in der Nähe eines Panthers, ganz oben in der Ecke. Natürlich. Wie das denn immer so ist. So, was ist los? Ich habe gar nichts getan. Tut mir leid, ich will nach Hause. Könnt ihr mich nach Hause bringen? Ich bin zu blöd. Ja, ganz ruhig, alles wird gut. Danke, Mann, bring mich nach Hause, ich will zu Mama. Cutscene, na immerhin. Ach, may Ilmater bless you. You have found my boy, my darling boy. The only thing I have left in all the world. Okay. Ilmater möge euch segnen. Ihr habt meinen Jungen gefunden. Ja, mein kleinen Liebling. Alles, was mir in der Welt noch geblieben ist. Gierig, lauf nie wieder weg. Tut mir leid, Mama. There. Nana. We should dry our eyes, Kirik. We are safe now, thanks to them. Wir sollten deine Augen trocknen, Kirik. Jetzt sind wir sicher, dank Bip. Von jetzt an werde ich alles tun, damit du sicher bist. Kein Herumstreuen, hörst du? Und vielleicht sollte ich dir verbieten, unbändige Magie einzusetzen. Oh, das ist jetzt hier. Willst du einen Schneemann bauen und so, ne? Wenn wir das Elsa verbieten und so. Concealed und Field und Let's know. Oder irgendwie sowas. Er kann sie nicht einfach aufgehen. Unbändige Magie ist zu gefährlich. Euer Welpe braucht eine kürzere Leine. Ja, andererseits, es ist natürlich gefährlich und die wird sich das nie verzeihen. Schwierig. Das ist wahrscheinlich auch egal. Also ich glaube, er sollte die erst einsetzen und wenn er älter ist. Ja, unbändige Magie ist gefährlich. Indeed. It is for his own good that he learns to relinquish his power at a young age. Please, accept this shield as a gift. Kann es ja in Zukunft, wenn er erwachsen ist, kann er es ja von mir aus versuchen zu meistern. Aber, also das ist ja so, als wenn man einem Kind irgendwie
mehrere Handgranaten in die Hand drückt, die schon entsichert sind. Also, bitte nehmt diesen Schild als Geschenk. Mein Ehemann war im Kampf genauso erfahren wie in der Magie. Aha. Kirik wird ihn nicht brauchen, denn er wird ein sicheres Leben führen. Ups. Toller Schild. Tolle Karte. Naja, weiß ich nicht. Nira ist, stimmt da nicht so zu. Aber was soll man machen? Man kann nicht alles haben. Sagt mir, was zu tun ist. So. Komm, der Rede wert. So. Dann gucken wir doch mal. Ein lustiger Schild. RK-Bonus minus 1. Können wir nicht mehr. Kann er noch? Ja. Schild des Führers Karl. Zauber zurückwerfen einmal täglich. Wirft gegen den Träger gerichtete Zauber von insgesamt 12 Zaubergrad zurück. Ist gar nicht so schlecht. Ist echt gar nicht so schlecht. 5% ist echt nicht so schlecht. Anomen, du hast einen neuen Schild. Hier, Gönnung. So. Wollen wir mal hoffen, dass das die Romanze mit Nira nicht bricht. Wir werden es erst sehr viel später erfahren. Ich hoffe, das bringt was. Gut, und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn... Oh, wenn es sein muss, kann es weitergehen. Aha. Ich würde jedoch eine Ruhe, wenn wir diesen vermaledeiten Draxus gefunden haben, der muss ja auch irgendwo in Amm rumlaufen. Und dann rasten wir da auch nochmal. Nat Cutler muss da rumlaufen. Keine Ahnung, ob der Part schon um ist. Ich gehe mal davon aus. Bis dann. Tschö.